Commander Fuchs, sind die Truppen bereit? Ja, Commander Rex, alle Truppen sind bereit. Wir können sofort angreifen, wenn Sie wollen. Also gut, ich frage noch schnell nach unserem Status. Dann werde ich hier auf Sie warten, Rex. Ich habe eine Frage wegen unserem Status. Ah, hallo, also sehen Sie mal, der blaue Punkt, das sind die Droiden. Also, die greifen uns an, und wenn Sie mich fragen, sollten wir uns verteidigen. Also, Fuchs, es gibt eine Planänderung. Die Droiden greifen uns an, und wir verteidigen mit unserer Armee, okay? Ja, Sir. Puh, was war jetzt das schon wieder? Ah, scheiß Dreckskerle da draußen. Scheiß Mistviecher, Mann. Was ist denn jetzt schon wieder los? Nun ja, Sir. Sehen Sie sich doch mal um, vielleicht können Sie dann erraten, was passiert ist. Ja, das verdeutlicht die Sache langsam ein wenig. Gott, die sind ja alle tot. Sir, die Droiden sind bis zum Außenbunker vorgestoßen. Was? Besorgen Sie mir sofort ein Schiff. Ich muss sofort dorthin. Fuchs, Sie kommen mit. Also, er sagte doch, Sie holen uns hier ab, oder? Hey, Sie hätten uns beinahe umgebracht. Oh, das tut mir leid. Ich muss zum Außenbunker. Können Sie mich dorthin bringen? Zum Außenbunker? Von da komme ich gerade. Glauben Sie mir, da wollen Sie nicht hin. Also, Sie wollen Selbstmord begehen. Ich habe ja auch nicht gesagt, ich will, sondern ich muss. Also gut, ich nehme euch mit, aber ich gehe dann gleich wieder. Ich will doch mein Baby nicht verkratzen. Meinen Sie, wir sollten nicht doch lieber da bleiben, wenn es doch so gefährlich ist? Ach was, vor was hast du denn Angst? Los geht's, spring! Zuerst suchen wir nach Überlebenden, alles klar? Nach denen müssen wir gar nicht suchen, sehen Sie doch da! Commander Cody! Cody, was machen Sie denn noch hier? Wieso sind Sie nicht zurückgegangen? Hier ist doch nichts mehr. Hi Leute, ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Denn da drin ist doch noch etwas. Etwas, an dem wir arbeiten. Da drin ist unser neues Projekt. Elektronen, die leben. Unser neuestes Projekt, und das dürfen Sie nicht erwischen. Warum ist der Forschungsposten am Außenposten? Wieso nicht bei uns zu Hause? Naja, auf jeden Fall, zu Fuß kommt ihr da nicht rein. Ihr müsst etwas Schnelles besitzen. Ich hab da schon so eine Idee. Sehen Sie, Cody? Das dürfte wohl schnell genug sein, oder? Yeah! Auf die Idee kommen auch nur die beiden Idioten, oder? Yeah! Hast du etwas gefunden, Rex? Ich will nämlich hier wieder raus. Das sind sie ja. Am besten ich lasse sie frei, dann kann keiner mehr etwas darüber in Erfahrung bringen. Jetzt fliegt!